Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch, wie man einen Strohrömer bindet und welche Basen, also welche Basisgrenze es noch gibt. Wie ihr seht, sind wir heute bei der Sandra von Chalet 8 im schönen Chalet 8. Herzlich willkommen, liebe Dani. Ich freue mich, dass du mal wieder hier bist. Ja, ist auch echt schön, immer hier zu sein. Also wenn ihr der Sandra noch nicht folgt bei Instagram, solltet ihr das unbedingt tun bei Chalet8-DIY. Denn die Sandra ist die absolute Kranzmeisterin. Also die hat so coole Kränze gezeigt. Ich zeige sie euch gleich mal. Und ja, wir wollten euch jetzt einfach mal zeigen, was für Basiskränze es gibt und wie man selbst einen Strohrömer binden kann. Also wirklich nach dem Motto, selber machen statt kaufen. Do it yourself. Genau. Und das Ganze filmen wir jetzt dann gleich draußen und dann nehmen wir euch mit an die frische Luft und den Strohrömer machen wir dann draußen gemeinsam. So ihr Lieben, jetzt zeige ich euch mal die Kranzbasen, die verschiedenen, die es so gibt und die wir hier zusammengetragen haben. Und als kleiner Tipp schon mal vorweg, wir machen auch noch ein anderes Video, wo wir euch dann zeigen, wie man die Kranzbasen bestücken und dekorieren kann. Als erstes zeige ich euch mal die Scandi-Ringe, die sind ja sehr beliebt. Das sind Metallringe, die kann man im Handel für knappe 3 Euro ganz günstig kaufen. Es gibt auch teurere, aber die gibt es auch günstig. Da kann man zum Beispiel solche hübschen Sachen machen. Und da bietet es sich auch an, den Kranz dann nur halb zu dekorieren. Das machen wir später noch gemeinsam im zweiten Video. Eine andere Möglichkeit sind diese schönen Holz- bzw. Bambusringe. Da könnte man auch Stickrahmen nehmen, aber beim Stickrahmen hat man halt oben immer diese Fassung. Das möchte man vielleicht nicht unbedingt immer haben. Dann habt ihr die Option, so einen gewellten Blumenring zu nehmen. Der ist sehr gut geeignet für Anfänger. Durch diese geriffelte Oberfläche haftet der Draht da sehr gut dran. Also wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, ist das ganz gut als Basis. Ihr könnt auch so einen Kleiderbügeldraht hier nehmen oder auch direkt einen Kleiderbügel, aber hier gibt es das auch als Meterware. Wie dann sowas aussehen kann, zeige ich euch mal hier. Da habe ich jetzt bewusst auch noch so ein bisschen Draht übrig gelassen, weil ich es ganz hübsch finde. Man kann natürlich auch den Kranz ganz bestücken. Mit so einem einfachen Blumenbinddraht hier, der hat eine Stärke von 0,6 cm, könnt ihr euch auch schon eine schöne Kranzbasis selber bauen. Da braucht ihr gar nichts anderes außer diesem Draht. Und wie man mit diesem Draht eine Basis bilden kann oder mit diesem Draht eine Basis bilden kann, um dann solch einen Strohrömer zu machen, das zeigen wir euch jetzt und dazu nehmen wir euch mit nach draußen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr mit diesem einfachen Draht hier, diesem Kleiderbügeldraht, euch so einen guten Basiskranz machen könnt, wie bei dem hier. Und das geht wirklich innerhalb von einer Minute, seid ihr damit durch. Dann nehmt ihr euch erstmal so ein Stück Draht und holt den hier raus. Ich mache das eigentlich ganz gerne so, damit ich nicht das ganze Ding mal aufdröseln muss. Guckt mir so ungefähr an, wie groß ich meinen Kranz haben will. Knipst den ab und dann biege ich mir mit einer kleinen Zange erstmal eine kleine Öse. So klein wie irgendwie möglich, so klein wie das klappt mit der Zange. Und dann biege ich mir quasi eine Gegenöse auf der anderen Seite und die zweite Öse auf der anderen Seite lasse ich noch ein kleines Stück auf. Und jetzt hänge ich diese beiden Ösen ineinander und erst jetzt fange ich an und knipse diese andere Öse auch zusammen. So. Jetzt habe ich erstmal ein Ei, das macht aber gar nichts, weil es ist ja biegsamer Draht und kann mir jetzt schön meine Basis zurechtbiegen. Und hier sieht man natürlich jetzt diese Verbindungsstelle. Da kann ich jetzt entweder, ich sage, okay, ich benutze es gleich als Aufhänger. Wenn ich das als Aufhänger benutzen möchte, kann ich da vielleicht ein bisschen Lederband oder Bast rumwickeln oder ganz geschickt, ich binde einfach mein Gemüse, sage ich mal, direkt über diese Schnittstelle. Also das ist eine Möglichkeit, wie man sich auch ganz schnell mal eben so einen Basiskranz machen kann. Also ihr habt jetzt die verschiedenen Basen gesehen, die man eben für Kränze verwenden kann, unter anderem auch für den Strohrömer. Und so einen Strohrömer binden wir jetzt quasi beim Gassi gehen. Und da wir in die Natur gehen und Zeckengefahr ist, lange Hosen, Schuhe und so, ihr wisst Bescheid. Klettkraut ist auch eine super Basis.
Ansonsten könnt ihr natürlich alles nehmen, was ihr so in der Natur findet. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr mit diesem einfachen Blumendraht, der hat eine Stärke von 0,6 cm, schon den Basiskranz machen könnt. Als erstes biegt ihr euch erstmal so ganz, ganz lose und grob einen runden Kreis. Muss noch nicht schön sein. Zwirbelt hier die Enden rum. Und jetzt wickelt ihr mit eurem Draht um den vorhandenen Kreis immer wieder schlaufenförmig drumherum. Und das macht ihr jetzt 2, 3, 4 Mal, bis ihr eine Stabilität habt, mit der ihr was anfangen könnt. Und ihr merkt, wenn ihr jetzt so ein paar Mal hier rum seid, es wird auch immer runder. Oh Wunder! Ohne dass ihr viel tun müsst, weil ihr ja logischerweise immer im Kreis euch dreht. Und dann wird es auch, je fester es wird, auch immer kreisförmiger. Und stabiler natürlich. Und jetzt habt ihr schon fast so eine Stärke wie bei so einem Scandi-Ring, wenn ihr so ein paar Mal rum seid. Oder wie bei so einem Floristik-Ring, den mit den Wellen, den wir euch vorhin gezeigt haben. Hier reicht es jetzt als Basis. Und ich lasse lass die Spule hier dran, weil ich jetzt gleich weitermache mit meinem Gras, was ich hier drauf binde. Wir haben jetzt hier zwei Basiskränze, also diese Drahtkränze. Einmal den mit dem dünneren Draht, den die Sandra gerade gemacht hat, und der dickere. Die können beide für Basiskränze hergenommen werden. Und wir machen jetzt eine kleine Challenge. Und zwar wird die Sandra nämlich jetzt mit dem getrockneten Gras oder Stroh hier den Kranz binden. Man kann zum Beispiel auch von der Tierhandlung kann man schon so ein Heu kaufen. Aber sie hat hier auch schon mal vorher was gepflückt und getrocknet. Ich werde jetzt mit dem dickeren Draht die frisch gepflückten Gräser hier zu dem Kranz verarbeiten. Also schauen wir mal, was der Unterschied ist zwischen getrocknet und frischen Gräsern. Dieses Teil hier, also diese schönen Pflanzen, habe ich tatsächlich in der Tierabteilung gekauft. Bei den Kleintier-Nagetier-Untersilien hat 2 Euro irgendwas gekostet, also unschlagbar günstig. Und hat schöne Hirse drin und Weizen und Gräser, also wunderhübsch. Okay, es gilt. Auf die Plätze, fertig, los! Ich nehme jetzt immer so ein bisschen Heu hier und dann umwickle ich das mit dem Draht und so arbeite ich mich einmal rundherum. Also es geht auch mit diesem kurzen Gras aus der Tierhandlung. Er macht halt unheimlich viel Dreck, ist klar. Aber es hat den Vorteil, wenn man das weiß, dass es funktioniert, dass man es auch mal im Winter machen kann, wenn es halt kein frisches Gras auf der Wiese mehr gibt oder kein frisches Heu. Und das finde ich ja auch ganz schön zu wissen. Also für einen Adventskranz zum Beispiel. Ja, oder für ein Herbstgesteck. Oder wenn es einfach auch regnet und man jetzt einfach partout gerne mal so einen Kranz machen wollen würde. Man kann natürlich auch so einen Kranz, so einen Strohrümmer einfach fertig kaufen. Aber dann ist es kein DIY. Genau. Selber machen statt kaufen. Genau. Und wenn man eh Kleintiere zu Hause hat oder einen Rasenschnitt oder irgendwas. Hier seht ihr, hier habe ich noch nicht ganz so engmaschig gewickelt und hier schon ein bisschen engmaschiger. Wenn ich jetzt hier wackel, ist das schon ziemlich stabil und hier wackelt es schon noch ziemlich stark. Also jetzt, wo ich das mal so grob bestückt habe, gehe ich jetzt noch ein paar Mal rum und mache das halt immer fester mit diesem. Also ziehe den Draht immer fester und ziehe das Heu zusammen. Ich gehe jetzt noch mal her und drehe das noch mal in die entgegengesetzte Richtung, dass hier so ein Kreuzmuster entsteht und das auch wirklich richtig schön fest wird. Aber ihr merkt schon, also es gewinnt hier schon ordentlich an Stabilität. Ich habe jetzt hier dieses Klettkraut und das klebt wie die Hölle. Also ich wickel das jetzt hier quasi drumherum und es klebt, da brauche ich noch gar keinen Draht. Es gibt ganz gut Volumen eigentlich, also allein dieses Klettkraut.
Vielleicht aber auch ein bisschen lockerer binden, einfach damit es danach Luft bekommen kann und das schön trocknen kann. Ich habe das jetzt hier mit dem Klettkraut fertig gemacht und hole jetzt meinen Draht. Fange hier an, auch genauso wie die Sandra, das Ganze zu umwickeln. Also wickel, wickel, wickel. Fange jetzt erstmal hier ganz grob an und wird dann auch später enger. Ich packe jetzt noch so ein bisschen von diesem Heu dazu, damit das Ganze ein bisschen stabiler wird. Am besten hier so schön rum, damit es dann auch optisch passt. Wie ihr seht, haben wir hier den Draht dran gelassen. Also der ist nicht abgeschnitten, weil wenn wir den jetzt dekorieren, dann können wir einfach weiter drehen. Das ist ganz praktisch. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr einfach den Kranz noch mal ein bisschen trimmen und die abstehenden Halme abschneiden. Das sind jetzt die fertig dekorierten Kränze. Wie wir sie dekoriert haben, zeigen wir euch im nächsten Video. Deshalb solltet ihr unbedingt unten auf Abonnieren klicken. Dann werdet ihr bei dem nächsten Video sofort benachrichtigt, sobald es online ist. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Natürlich! Und dann sehen wir uns das nächste Mal mit dem Blumenkranz-Dekorationsvideo. Und zwar nicht nur die, sondern auch die Drahtkränze. Also bis bald! Ciao!